Guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregs-rpgheaven.de zu einem kleinen Testspiel, einem kleinen Ausprobieren von Disco Elysium, das PC-Rollenspiel, was gerade richtig Furore macht, eine Top-Wertung nach der anderen einheimst, ich glaube in den einschlägigen PC-Formaten teilweise auch perfekte Scores abgeholt hat und ich wurde auch tatsächlich häufiger mal gefragt, hey Gregor, schaust du dir eigentlich Disco Elysium an? Wir wissen, dass es nicht ganz dein Metier ist, denn ich bin nicht so drin in den PC-Rollenspielen, meine Erfahrungen sind eher im 2000er-Bereich, was so PC-RPGs angeht, aber ich habe auch viel Gutes über Disco Elysium gehört und zumindest mal anschauen, mal ausprobieren, ob es was für mich ist. Das wollte ich machen und das machen wir heute dann einmal gemeinsam. Ja, wir spielen es auf dem PC, das ist die Good Old Games Fassung von GOG direkt und sie läuft bei mir in Ultra-Widescreen momentan, könnt ihr aber je nachdem einstellen, wie ihr lustig seid mit der Auflösung hier aus. Ich habe mal sicherheitshalber, auch wenn ich nicht die stärkste Grafikkarte habe, aber naja, ich denke mal, bei dem Spiel wird es vielleicht hinfällig sein. Alles auf Ultra High, Brilliant und so weiter gestellt und meine Monitorauflösung hier dazu. Gehen wir mal hin und Game of New Game. Schauen, was wir hier können. Also, wir dürfen uns den Archetypen aussuchen, was für eine Art Charakter wir spielen wollen. Wir haben den Denker, extrem intelligent, sehr schlecht mit Menschen, weiß viele Fakten und hat eigenständige Ideen, sensitiv, sehr psychologisch, magnetische Persönlichkeit, aber instabil, könnte verrückt werden. Physical, ja, also jemand, der richtig mal mit den Fäusten agiert, interagiert mit der Welt durch seinen Körper, kriegt die Sachen erledigt, aber er ist dumm wie ein Stein. Gucken wir mal, was wir unter Create Your Own Character haben. Also, oh, und dann können wir hier unsere Abilities mal nach Punkten machen. Warte mal, ich schätze mal, wenn ich einen zurücknehme, dann kann ich hier dazu packen. Also, entweder wie klug ich bin. Achso, okay. Intellect, Psyche, Physik. Also, ich möchte eigentlich mega klug sein, auf jeden Fall. Emotional intelligent wäre eigentlich auch ganz cool. Und ja, das ist die Sache. Ich weiß natürlich, wie viel du kämpfen hier brauchst. Oder? Ich möchte mich lieber aus den ganzen Situationen rausreden. No? Vielleicht lass mal so hier machen. Ich probiere das mal. Es ist ja jetzt nur ein Austesten. No? Also, okay. Kann ich hier irgendwo auf okay gehen? Enter. Ich habe das alles ausgewählt. Oder ist das eine Sache? Continue. Create your own, ja. Alles ausgewählt, aber ich kann nicht auf OK gehen hier irgendwo. Oder ist es versteckt durch den Schirm? Das kann natürlich auch sein, dass sie es vielleicht nicht angepasst haben an die 21:9, denke ich gerade. Lass mich das mal probieren. Mal sehen, was passiert, wenn wir auf 1080p machen. Confirm. Da bin ich mal gespannt. Schau dir das an. Das ist natürlich, ja, dann sollten wir vielleicht nicht in Ultra-Widescreen spielen, sondern schön in 16:9. Guck mal, warum ist das denn abgeschnitten? Das verstehe ich nicht. Das ist ja Quatsch dann, ne? Dass das so gemacht wird. Vielleicht kommt es ja aber auch noch mit den Patches. Moment. Ich gehe mal wieder auf Confirm. Oder kann ich da runter scrollen? Guck mal, ja, der Part da unten ist abgeschnitten und ich komme da gar nicht unten hin. Und ich dachte, da ist gar nichts. Okay, da wissen wir schon mal was wir uns merken sollten. Nicht in 21:9, schade. Aber gut, was soll's. Ne? Also New Game. Ah, und es wird einmal neu rerollt. 1, 2, 5, 4. 1, 2, ah ne, das soll nur so aussehen, ne? 1, 2, 5, 4 bleibt dabei. Also okay. Dann gibt mir das ja alles nochmal ein bisschen mehr. Ah, und guck mal, ich habe wahrscheinlich hier, da ist ja noch ein Wert. Da ist ja noch ein Wert, ne? Den habe ich gar nicht gesehen. Random. Ja, so viel verschiedene Sachen kannst du dann auch nicht machen, ne? Dann lass mir mal hier kurz gucken, also Motorics, wie gut ich mich bewegen kann, Hand-Eye-Coordination, Psyche, Intelligence. Sehr viel in Motorik ist hier drin. Physical, nicht unbedingt. Guck mal, ich nehme mal den Denker. Ja, komm, weil
bevor wir uns jetzt, bei 3 Werten hätte ich das noch gemacht, alles selber ausmachen, bei 4 Werten, da bin ich schon ein bisschen überfordert. Nehmen wir den Denker. Let's think about it, my friends. Okay, Zitate, warum nicht? Let's begin. There is nothing, only warm primordial blackness. You're conscious from ends in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. In Ordnung? Das Schwarz, das Dunkel? Hallo? Ever. Never ever. Okay, never ever ever? Oder soll ich einfach nicht weiter existieren? Das ist wahrscheinlich Game Over dann direkt. Never ever ever, baby. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Okay, ja, das ist gut. Yes, it is. You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. Okay, dann gib mir noch mal das gute Oblivion. Right up, sir. Smooth passage. Ja, ich sehe schon, was die meinen mit, haben sich Mühe gemacht mit dem Writing hier. Allons-y. All right. Nothing town to fuck all borough. Komm, jetzt hör mal auf. Not you. Your days of giving a shit and being that type of animal are over. Mm. Sing mir den Song des Todes. The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meat around you. A sensation. Klingt so ein bisschen wie der Anfang von Shadowrun auf dem Super Nintendo, ne? Wenn wir jetzt in der Leichenhalle aufwachen oder so. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. Okay, da ist die Disco. Komm, dann lass uns mal aufwachen, bitte. A stench of liquor rises from your mouth, and with it an ungodly headache. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound. Okay. Some of you know what it is. A Cupris Kinema Motor Carriage. Succeeded. Ah, okay, da sind ein paar Werte, die gerollt werden anscheinend. Je nachdem, und weil ich meinen Intelligenzwert hoch habe, habe ich erfahren, dass ich in einer Kinema Motor Carriage bin. In einem Auto, wahrscheinlich. Nein, es ist ein Boden. Ein Boden ist es. Und ich bin nackt? Naja, fast. Eine Unterbuchse habe ich an. Alter. Was geht hier? Okay. Diese Magnum-sized Flasche Commodore Red. Wein, schätze ich mal, ist leer. Meine Hose. Take your pants. Okay, also ich kann, schätze ich mal, hier. Those. Achso, guck mal, ich kriege -1 Savoir Flair, weil. Ich habe sie auch angezogen. Eng. Um die Hüfte, sehe ich hier auch, ne? Aber. Someone's Pisso Cum Stained Party Pants. Okay, vielleicht hätte sie da doch einmal waschen sollen. Alright, gehen wir wieder raus. Also, und ich kann mit dem. Mit dem Mausrad kann ich rein und raus zoomen hier. Hold Tab to highlight.
Ah. Wine, beer and... Okay, you hear jingle. Da sind Schlüssel in meiner Hose. Okay. Challenging success. Also ich habe mehr Infos geholt anscheinend. Ach, das ist für die Enzyklopädie dann also gedacht. Ah, und guck mal, ich kann hier ein paar bestimmte Sachen nur machen, aber nicht alles. Weißes Shirt. Was ist das? Der Spiegel. Also. Irgendjemand hat den Wasserhahn rausgerissen. Also dieses, was da unten Challenging Success oder so steht, das hängt wirklich wahrscheinlich von meinen Charakterwerten ab. Und das ist dann, nennen wir es mal weiterführende Info, ne? Kontextgebende Informationen. Hier habe ich ein Konzept. Hat gerade noch so gereicht hier mit meinen Werten. Aha, und und diese Konzepte alles läuft wohl bei mir im Kopf ab und entweder ist es erfolgreich oder nicht erfolgreich. Also ich kann mich nicht sehen, weil da überall Dampf ist. Wipe the mirror. Okay, mach's mal sauber. Aus dir an, ein Gesicht. Bin ich das etwa? Das ist das Gesicht eines Alkoholikers im Endstadium. Zu spät, ja. Ich habe schon Leichenstarre im Gesicht, oder? Ja? Nein, das ist ein Gesichtsausdruck, ja. Ja, das Gesicht macht's alleine. Du machst dir Angst. Nein, ich mache weiter das Gesicht. Ja, das Lächeln kommt nicht mehr raus. Was ist die Emotion, die es vermittelt? Suggestiv für die Frauen. Bin leicht sympathisch. Ach, schau es dir an. Oh, guck mal, ich habe hier... Und das bestimmt vielleicht auch meine Persönlichkeit, diese Sachen, die ich hier mache. 55%. 3% Electrochemistry. Also ich kann in meinem Kopf herumgraben, um den Grund des Ausdrucks zu finden. Geschafft, okay. Es gehört in die neuen, die dritte Dekade des aktuellen Jahrhunderts. Genug Zeit, ist seit der Revolution vergangen. Ja, warum nicht? Das ist wohl so eine klassische Rollenspielsache, ne? Das Spiel würfelt für mich gewisse Eigenschaften. Also, blond mehr, also, ne, Expression. Achso, und jetzt habe ich in meinem Kopf herausgefunden, wo dieses Lächeln, wo ich mich habe davon inspirieren lassen aus der Vergangenheit. Wie lange ist es denn her mit The New? Ungefähr 20 Jahren. Da gibt es einen großen Ozean der Zeit zwischen dem Ausdruck und dir. Der Ausdruck ist ein Relikt. Dann ist es wohl das, ne? Und ich habe einen Gedanken gefasst über Guillaume Le Million. Also very low. Let the mirror be from now. Das andere könnte ich machen, wenn ich versuche, das Lächeln zu verhindern. Da hängt... Lass mich mal meine Jacke holen. Disco-Ass-Blazer. Und? Ist das meine Krawatte? Savoir-faire. Das kriege ich hier mit 58%, ist gut, ne? You may retry it. Okay. Da steht, wenn ich es nicht schaffe... Geschafft. Gut, meine Finger sind noch dran. Also, pull on the fan. Ich hätte auch das Ding ausmachen können. Oh. Okay, wir machen das Licht wieder aus. Also, was haben wir denn noch an Items? Hier ist ein zerbrochenes Fenster. Das soll wahrscheinlich unsere Wohnung sein, ne? Visual Cargos. Assess the damage. Geschafft bei 92%.
Also von, ja, da die nach außen gehen, die Glasscherben, waren wir das natürlich. Ich hab's wahrscheinlich. Und ja, man sieht es, ich habe Narben, aber schon ein bisschen älterer an meiner Hand. Es kann also nicht ich gleich gewesen sein. Wahrscheinlich ein Projektil von irgendwas, was wir geworfen haben. Lass mal gucken, too large for a bullet, too small, also ja, weder Möbel noch eine Kugel. Ah, und das ist wahrscheinlich einer meiner eigenen Schuhe. Ich sollte diesen Schuh mir mal holen. Find your other shoe. Gut. Danke. Interessant, wirklich interessant. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so der PC-Rollenspiel, wobei da schon ein bisschen mehr klassisches Rollenspiel, Pen and Paper, sagen wir mal, fast ist. So ist mal hier auch nicht wirklich. Rolling empty. Achso, ich dachte, da kann ich jetzt eine Message abhören, so typisch. Ja gut, komm, mein Freund. Nimm schon mal den einen Schuh. Links Fuß. Und dann gehen wir raus. So. Guck mal, das ist hier, das ist mein Apartmentkomplex. Da ist eine Frau. Da ist was auf dem Tisch. Geld kann ich einfach nehmen. Money gained. Real. In Brasilien, oder? Gibt's da wo ist real die Währung? Minus 4 Grad draußen. Welches Datum haben wir denn? Es ist März im Jahr 51. Hallo, Officer. Müssen wir mit dir reden? Miss Klaasje, Miss Orania Disco Dancer. Das ist eine Holländerin. Also, was kann man das sagen? E-Success, also Brown. Kann wahrscheinlich nicht älter als 28 sein. Können wir ihr Alter raten? Oder wir haben das quasi schon geraten, ne? Challenging Success. Also, und sie hat einen silbernen Jumpsuit an. Wahrscheinlich eine Disco-Tänzerin. Ah, und ich habe natürlich, mein Gedächtnis ist ein bisschen angekratzt. Bin ich Militärpersonal? Nein, du bist nicht vom Militär. Ja, die sind natürlich ein bisschen perplex. Sie hätte wahrscheinlich gedacht, dass wir uns das Hirn rausgesoffen haben. Warum hast du mich Officer genannt? Police Officer, Sir. Du hast recht und vergiss es nicht. Cool, I won't. Nein, keinen Alarm. Ich habe nur versucht, meinen Charakter auszuüben. Okay. Sir, you've been here for 3 days. On official police business, as you put it. I couldn't say. In truth, so far mostly drinking. Ja, so wie die Polizei das gerne macht, ne? Okay, also. Suggestiv, low. Guck mal, red check, can't be retried. Okay, Q plus Kinema, ich dachte, das wäre ein Auto. Mhm. Das ist es. Guter Monolog. Aha. Also nicht jeder Dialog ist vertont hier. Oder Monolog. Meine Antworten sowieso nicht. Warum kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich ein Cop bin oder irgendwas anderes? Vielleicht wegen des Trinkens? Wahrscheinlich. Ich hatte keine Zeit, ihr Make-up zu nehmen, die Morgenzigarette. Ja, die ganze Nacht durchgemacht wahrscheinlich. Wer würde mich denn einen Polizisten sein lassen? Ach, sei doch nicht so hart mit dir. Oder seien Sie nicht so hart mit sich selbst, ne? Sie lässt fast jeden in die Polizei rein. Oh, try the expression on her. Let her know you want her physically. 8%. Cannot be retried, ne? 8%, wollen wir das mal? Wir machen es einmal. Failure. I want to have fuck with you. Sie lacht sich kaputt. So benutzt man nicht mal Worte. Nein. Ich hab I want to have fuck with you gesagt. Ja, you crazy asshole. Und sie lacht sich kaputt. Ich bin der Cop der Apokalypse, der Superstar-Cop. Ich bin der Cop der Apokalypse. Ist die Zeit schon gekommen? Ja, ein paar Minuten. Wird die Realität zusammenbrechen.
dann sollte ich mich vorbereiten. Ja, gut, ich habe sie zum Lachen gebracht. For you later when you have to interrogate me. Also ich muss dich verhören? Warum sagst du mir das nicht gleich? And for the record, no, I didn't do it. No, I didn't do it. Also weißt du schon mehr als ich weiß. What the hell? Warte mal, Tab war das, ne? Sie hat die Zigarette da gelassen. Gehen wir mal dahin. Die Weekend Edition. Es ist wahrscheinlich so eine Mixtur der Kulturen. Wir sind jetzt nicht irgendwie so in Holland. Wir waren zwar eine Holländerin hier, aber die Zeitschrift hier ist eher französisch. Gehen wir mal runter. Ich will meinen anderen Schuh haben. Where is my shoe? Mein Schüli. Interessanter Style, muss ich sagen. So ein bisschen Photoshop-Filter alles. Sieht eher aus wie so eine kaputte Shopping-Mall hier, wo ich statt einem Hotel... Ja, Tab. Da werden die Legos sein. Ja, da wird Musik gemacht. Ja, das ist ein Lautsprecher. Oh, ein sehr flacher Lautsprecher, ne? Was ist mit dir, mein Freund? Cafeteria-Manager. Sind schon in den 20ern. Ein bisschen... Ja, okay. Ausgestopften Vogel hat er da. Und er guckt mich komisch an. Empathy, easy. Failure. Oh, habe ich dann... Everything's cool between you. He's a big fan. Make some small talk. Okay. Schau dir den Vogel mal an. Eine kompetente Arbeit des Ausstopfens der Taxidermie. Scheint so, als ob er abgerissen wurde von seinem Podest. Wahrscheinlich auf einer Wand. Das ist ein großer Skua. Ja, ich bin ja intelligent, natürlich weiß ich das. Und da steht auch The Great Skua. Was ist denn passiert mit dem Vogel? Ja, dein Kumpel ist da drüben, ja? Der Typ in der... Achso, der Typ in der Bomberjacke da drüben, mein Kumpel hat's gemacht. Talk to him, okay? Was meinst du, mein Kumpel? Dann gehen wir mal. Der Typ in der Bomberjacke hier. Kann ich eigentlich an ihm vorbei? Weil ich will meinen Schuh haben gerne. Ah, nee, er dreht sich zu mir um. Sagen Sie, aber ich glaube, Sie sind der, auf den ich warte. Mal die Hand raus. Sind aber hier Bomberjacke. Und die gleichen weißen Vierecke. Shake his hand. Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Prison 57. You must be from the 41st. Ah. Ich finde einen Namen für mich. Failure, fuck. Raphael Ambrosius Costeau. Ich bin Raphael Ambrosius Costeau, ja, von mir aus. Interessiert ihn auch nicht. Er glaubt nicht für einen Moment, dass es mein Name ist. Es ist ein kleiner Joke, den er nicht versteht. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? Ja, also er hat versucht, mich seit 2 Tagen zu treffen, aber ich war beschäftigt. Meinst du den da drüben? If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? Okay, das ist also ein Mordschauplatz, wo wir hier sind, seit 2 Tagen. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Nee. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Nein. So the body is still in the tree. Ja, wir sind die Leiche seit 2 Tagen im Baum gelassen. Ja. Where it has been hanging for 7 days straight. Für 7 Tage. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Alrighty. Sollte ich nicht ein Abzeichen haben?
War gar nicht an mir, als ich aufgewacht bin. Ja, deine Karte sollst du nicht verlieren. Mein Vehikel hat Kurzwelle und ich kann das melden. Okay. Dann Kim Kutzerei ist jetzt in meiner Party. Will ich aber trotzdem einmal rausgehen wollen. Meinen zweiten Schuh haben. Plus vielleicht eine Vermisstenmeldung für mein Abzeichen. Polizeiabzeichen geben. Ich bin ja auch mal wieder ein Polizist hier. Was ein Sonderfall. Interessant, muss ich tatsächlich sagen. Da muss man auch richtig erstmal in den Flow kommen. Bin mal gespannt, wie der Combat hier funktioniert und ob er hier überhaupt drin ist. So, wo müsste denn... Sieht aus wie eine Mall eher, ne? Jetzt hier. Wo könnte mein Schuh sein? Wo ist denn mein Fenster? Sag mal. Da ist die Leiche. Ey, mein Junge. Verpiss dich mal. Okay, und er wirft Steine auf den toten Körper. Wenn es ein hässliches Kind gibt, dann ist das es. Er ist wie ein Gremlin. Hässlich wie ein Gremlin. Oh yeah, never could be, Kuno. Nee, ich bin, ja. Police Business hier, mein Junge. Right in the dick, Kuno. Get him right in the dick. Swove it in the dick. Okay. Also er schwitzt, ne, wie zwei kleine schwarze Löcher sind seine Augen. Hier schimpft man nicht. Wirf hier nicht mit Steinen, du. Okay. The shit himself! The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! Nein, nicht den Rechen. Okay, hier ist wirklich ein sehr großer Mix der Kulturen. Deine Geschwister? The fuck are you talking about? He's calling us f***s, Kuno. He says we're fucking each other. Alright, it's the same the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Okay. Oh, bewegt seine Hände wie ein Basketballer so schnell, als ob er dribbelt. Aber komm, das könnte er auf Drogen sein. Wer ist Kuno? Kunos Kuno, Schwein. Ach, er selbst ist Kuno. Es ist immer Kuno, nicht ich. Er benutzt die dritte Person als sprichwörtliches Schild. Beziehst du dich auf dich selbst in der dritten Person, um dich von der Situation zu distanzieren? Kuno macht diese schlauen Sachen nicht. Kuno ist beleidigt. Wirf das doch nicht Kuno entgegen. Kuno weiß, dass du lügst. Ja, als ob Kuno sich irgendwann mal vom Buch verleiten lässt. Hör auf, Kuno, er will dich angrabbeln. Er will seine Hände an dich legen, ne? Die müssen ja auch mal in die Fresse hauen hier. Also. Hilfe, Vergewaltigung. Holy shit. Jeder kann hören, du musst da ausgehen, ja. Reaction Speed. Beantworte die Fragen nur. Er holt seinen Schwanz raus. Sagen sie, hier, komm, eskalier's, Kuno. Okay, und seine Stimme geht weit, aber ich würde fast sagen, man kennt das Geschrei vom Kuno hier, als ob das ihm jemand glaubt. Bist du gerade 42? Cannot be retried. 42%. Oh. Das ist nicht so gut gelaufen. Failure.
Ich halte es zusammen. Versuche nicht zu weinen. Ich habe gleich versagt hier. Kuno kann jetzt alles machen. Dass sich komplett mal ausgabt hier. Ja, ich verdiene schon. Machen wir es nochmal. Das macht mir nicht besonders viel aus. Minus ein Health, ey. Udo hat ihn verhauen. Ich habe auch gesagt, dass du dich hier nicht mit denen anlegen sollst. Müssen wir mal hier was machen. Na gut. Da ist der hängende Mann, das ist die Leiche. Also. Seine weißen Augen stechen aus dem Schädel heraus. Das Gesicht sieht nicht mehr menschlich aus. Seine Lippen sind wie Fische und seine Zunge wie ein Stopfen in seinem Maul. Look down. Da hat er einen... Achso, ah, ja, hier, okay. Das ist so ein Lastengürtel, womit du, glaube ich, dann entsprechend so Kisten miteinander verbindest zum Beispiel, also auf Paletten, sowas hier, ne? Und ja, ich habe, ja, okay, very low, 3%. Warum ist das so schlimm? Ja, okay, 3% schaffe ich nicht. Active Decay, die aktive Verwesung. Und deshalb riecht das, aber das ist okay, jetzt zu kotzen. Ich probier's mal. Let it out. Ein bisschen kotzi. Oh Gott. Das wäre auch gut, ja? Weil jetzt ist der ganze Scheiß auch draußen. Und ja, man riecht den ganzen Alkohol. Und ein bisschen Shish-Kebab. Verdammte Leiche. Er gibt mir sein Handtuch, behalt es. Danke sehr. Ammonia ist... Was ist der deutsche Begriff dafür? Ammonia? Sulfat? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe nicht so gut im Chemieunterricht aufgepasst. Okay, wo kriege ich das her? Da ist ein Fritt in der Nähe. Wahrscheinlich ist es so ein Supermarkt, ne? Kleine Apotheke. There's a greenhouse and a gardener. Okay, das ist gut. Evident Ammonia is a modifier to the endurance check. Ah, und die geben mir dann größere Prozentchancen. Gut, dann holen wir uns das doch mal. Bevor wir das weitermachen. Rue de Saint-Ghislain. Okay, das Straßennamen sind französisch. Battles Inside. Könntest du aufnehmen. Gehen wir mal rein in den Laden. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Wirklich gespannt, ob es Kampf gibt und wie der hier funktioniert. Ammonia, bitte. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Eigentlich möchte ich nicht mit dir reden. Be welcome. And please take responsibility for the energy you bring into this space. I am the proudest owner of our little shop of culture. Okay. Was ist, wenn ich ein Buch haben möchte? Ja, kannst dir alles selber angucken. Was hast du denn hier für Bücher? Guck dir das selber an. Na gut. Das ist also der Buchshop, aber eigentlich wollte ich nur den Krimskrams haben, der wohl draußen herumliegt. Weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt Geld habe. Und meinen Schuh habe ich auch nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der sein kann. Das ist alles nur Bücher, aber kann wahrscheinlich auch hier runter.
Ist schon größer, als ich dachte. Startgebiet hier, schätze ich mal. Er ist ein echt klassischer PC-Look. Erinnert mich jetzt so ein bisschen eher, also Rollenspiel ja. Ich muss nur an Sanitarium denken, falls ihr das kennt. So ein Point-and-Click aus den 2000ern. Splatter of Bullet Holes. Aha. Okay. Schau dir an, Bullet Holes. Wo denn? Da. Ah, diese sind alt. Was meinst du denn alt? Diese sind in der Revolution benutzt worden. Okay. Was kannst du mir über die Revolution sagen? Nicht viel. Ich habe keine frische Perspektive darauf. Okay, ja gut, da habe ich Bullet Holes entdeckt. Noch ein Besowski, also außer mir. Da in der Mülltonne ist was, Entschuldigung. Da muss ich mal reinschauen. Achso, wir könnten die sammeln, wenn ich eine Tüte hätte oder so. Aber wo kriege ich jetzt Dämonia? Vielleicht hier durch die Tür. Okay, das ist verschlossen. Da ist das Hotel, wo ich war. Ach, guck mal, hier ist noch mehr, ne? Ah, da ist das Graffit. Grit. Das sieht aus wie der Supermarkt. Okay, das war die andere Richtung. Ein Kulturmix. Welcome to Fripp. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. You mean this? Ups. Aus Versehen geklickt. You mean this? Was für ein Magazin redest du? Zwei Mädels, die sich küssen. This is Popstars. It's got like famous people in it. It's not for sale. Das ist für mich. Was Police de la Mode auf Seite 34. Sehr futuristisch, dass die Mädels sich küssen. Was ist das mit dieser Fashion Police hier? It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. It's about who's the most stylish. Okay, wer stylischer ist als die anderen? Ich glaube, dein Hut. Bin ich der stylischste? Bitte, ja, bin mal ein bisschen sarkastisch mit dem Hut. No. I don't like it. I hate it. Ja, ich bin mir sicher, dass du den Hut tragen musst hier auf der Arbeit. We are not the fashion police. We're the real police. Fandango und Tyler Breeze, die Fashion Police. Was ist diese Fritte? I don't know. Frit? Ein Supermarkt. Warum drei Tees? I think they think that the extra tea makes it funkier. It doesn't. Mhm. Frit mit zwei Tee. War schon belegt. Also, weil es eine Corporation wurde, haben sie das dritte. Ich wollte eigentlich mir was kaufen. Ein Popsong. Gelbe Rosen. Ein Automat. One Bottle 10 Cents. Eine Tare-Maschine. Das ist die Tare-Maschine, ja? Eine Maschine für Tare, ja? Ist, ah, okay. Das ist eine Pfand. Und wie hole ich die Pfandflaschen? Du brauchst eine Tüte. Ich hatte mal welche, aber keine mehr da. Ich bin mir sicher, da draußen sind welche. Also ich kann mir hier kein Ammonia holen. Ah doch, Pharmaceutics, okay. You're white. Locked. The Ammonia? Ja, es ist eine Ampulle. Ich will was kaufen, aber es ist locked hinter Statuswerten. Schade. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht in die Richtung geskillt habe. Aber also Geld durch Pfandflaschen sammeln. Okay. Why not? Bisher macht das Game wirklich einen lustigen Eindruck. Muss ich echt sagen.
Okay, was geht's hier ab? Vive la Revolution! Bastards! We have a right to work! Okay, Gewerkschaft eher, ne? Was geht hier ab? Pull up and stay frosty, everyone! Cops are here! Ja, wir sind ja nicht wegen euch hier. Nein. Good. We're fighting for a cause here. Right to work. Right to work. Besides, we're not that different. It helps the people see us talking. Cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Ah, okay. Ja, guck mal, das impliziert ja auch, es gibt Streik hier auf der Arbeit, aber es sind Streikbrecher, die arbeiten wollen. Ich geh mal los. Aber gut, das mit dem Ammonia kann ich mir sparen, aber liegt hier irgendwo noch eine Tüte herum? Mülltonne hier wahrscheinlich, ne? Ah ne, jetzt haben sie hier Alkohol drin. Magnesium habe ich gefunden. Gehen wir zur Leiche zurück gleich. Hier kann ich mir wahrscheinlich angucken, was das für ein Gebäude ist. Jetzt mal gucken, aus welchem Land dieses Spiel denn stammt. Macht auch mir jetzt gleich so, also dezent französischen Eindruck. Aber ich weiß natürlich nicht. Electronic Doorbell. Da steht nichts, da klingel ich. Nichts passiert. Nicht verbunden. Lass uns erstmal raus. Ja, das sind Kleinigkeiten, weil hier kann man sich ja schnell in etwas verdödeln. Oh, was ist hier? Moment. War ich nur zum Angucken, ne? Da war Arvel, Arvel the Crown. Ja, das ist der Markenname hier. Okay, Active Decay. Kann man klettern? Okay, ich kann das gar nicht ohne. Muss ich ihn vielleicht bitten, die Leiche runterzunehmen? Erzähl mal was über den Fall. Was willst du wissen? Alles. Ich weiß überhaupt nicht. Nur das, was du mir gesagt hast. Ja, bitte briefen. Also vor 3 Tagen hat der RCM Emergencies Desk einen Report bekommen über einen Sicherheitsmann, der hier gehängt gefunden wurde. Ein anonymer Anrufer hat gesagt, da wäre ein toter Körper hinter der Hostel-Cafeteria, wo ich bin. Der Kadaver ist da seit 4 Tagen und keiner war da, um sich das anzusehen. Während dieser Zeit wurde er beraubt um seine Sachen. Aha, der Anrufer hat sich nicht zu erkennen gegeben, aber er hat was von Lynchen gesagt. Aha, und da gibt's, ja, wir haben ja gesehen, Ongoing Working Dispute, da unten die Streikbrecher. Die Dockworker und die Logistikfirma Wild Pines. Und wir sollten das als Teil des Disputes hier sehen. Sag das Briefing, wer das Opfer ist. Also, man nimmt an, dass es ein Security Guard ist. Wer hat angerufen? Anonym, ne? Ihn zu finden, das müssen wir herausfinden. Alles, was wir wissen, ist, dass er ein Gerät benutzt hat, um seine Stimme zu verfremden. Wir konnten weder Alter noch Geschlecht bestimmen. Okay. Und anonym bleiben die, weil die Polizei in Gewerkschaftsdingen zu berufen, das ist hier nicht gern gesehen. Eigentlich ist hier die Gewerkschaft de facto die Polizei. Und jetzt fangen sie auch an, Leute zu exekutieren. Das können wir nicht erlauben. Der RCM ist wahrscheinlich hier die... Ja. Das sind wir. Die Revachol Citizens Militia. Wir sind... Also die Miliz nennen wir uns hier. Die Polizei. Okay, und ich bin Teil. Wir sind Teil der selbstorganisierten des Peace Corps hier in der belagerten Stadt, der besetzten Stadt von Revachol.
Herbert Scholl. Und wir, ja, Legalität passt vielleicht ab und zu nicht mal so, aber unsere Autorität wird selten in Frage gestellt. Das ist wirklich wichtig, das zu wissen. Ja. Ich habe alles verstanden. Okay, Geheimauftrag complete. 10 Experience. Kann ich hier, warte mal. Journal ist hier meine Aufgaben. Get ammonia from the gardener, it'll make it easier. Das können wir leider noch nicht machen. You need to report. Interview cafeteria manager. Find your other shoe. Das sind jetzt erstmal die Sachen. Und dann ist hier wohl der secret task. Ah, und ich muss das mal natürlich eine City Map haben. So, um was geht jetzt hier? Das ist das. Okay, das ist wohl hier alles, was ich geschafft habe und nicht geschafft habe. Meine Gedanken kann ich hier sortieren, die ich bisher gehabt habe oder die ich noch nicht gehabt habe. Status Skill Points. Ich habe 20 Experience. Bei 100 ist der nächste Level Internalize. Das bringt natürlich noch nichts. Temporary Research Bonus minus 1 Logic Heads in the Clouds. Research Time 4 Stunden 30 Minuten muss ich da jetzt das aktiv haben. Okay, das ist Sachen, die glaube ich, ich nochmal ermitteln muss. THC? Was? Okay, es gibt einen Button für THC. Und mein Skill Tree. Ich habe nicht genug Skill Points, um mich aufzuleveln. Ja, okay, guck mal, da sind die Zeile nochmal ein bisschen einzeln. Suggestion, Esprit de Corps, Intellekt. Ich fühle mich gar nicht so intellektuell, muss ich sagen, mit meiner Figur. Gut. Warum arbeiten wir eigentlich am gleichen Fall, wenn wir von verschiedenen Bezirken sind? Ich glaube, wir beide sind nur Schachfiguren in einem Punkt, Punkt, Punkt. Eine Pissing Competition, einem Pinkelwettbewerb. Erzähl mir mal. Es ist nur Dummheit, ja? Wir sollten einfach nicht mehr Zeit. Du musst mir jetzt erzählen. Später. Sei es Mysterious Case. Ich werde ihn mal später nochmal behaken. Nein. Warum nicht? Es ist eigentlich alles relativ klar, ne? Ich glaube aber. Da ist irgendwas Supranaturals da drin. Warum nicht? Warum wird sowas nie passieren? Weil das nicht zur Realität gehört. Ja, dieser Case ist mundän. Ich muss das ein bisschen auffanken. Ich müsste ihn überzeugen davon. Gut, wo könnte mein Schuh sein erstmal? Aha. Was sehe ich denn da? Pull the panels aside. Eine kleine, schäbige Tür. Alrighty. 5 Experience. Lass uns da mal untersuchen. Guck mal, es gibt auch eine Uhrzeit, die vorbeigeht, mit Tag und Nacht wechseln das. Ui. Okay. Bone Yellow Powder. Get out of the way or get fucked up. Magnesium Supplement. Good pick set. It looks mummified. Was geht hier ab, mein Freund? Yes. Hier oben? Nehme ich alles. Ah, warte mal. War das von wegen locked, weil ich kein Geld hatte? Nichts hinter meinem Skill-Level, dass ich das Magnesium haben kann, soll, weil ich nicht genug Geld hatte. Oh, und jetzt kann ich aufs Dach rauf? Wahrscheinlich eher der Durchgang hier, ne?
damit ich aufs Dach kann. Könnte ich mir vorstellen. Ich schätze mal, da komme ich nicht an. Warte mal, lass mich mal hier runter. Da unten liegt was. So, jetzt kann ich mir das leisten vielleicht. Postkarte. Vielleicht an meinen Schuh komme. Ich bin verworren hier alles. Nur so fett. Nehme ich alles. Kann ich mir wahrscheinlich jetzt gleich wirklich was leisten. Komme ich nicht hin. Ist doch schon einigermaßen verworren hier. Ja, geh runter, mein Freund. Hier wieder weg. Ja gut, komm. Lass es wieder mal runter. Ich frage mich aber, wo mein Schuh sein kann. Hallo? Hab doch da drauf geklickt. Warum gehst du denn nicht weiter? Solltest du doch machen, im besten Fall. Rein von der Perspektive her, weil ich hätte gedacht, guck mal, ist das, da ist mein Schuh. Da oben. Ich habe ihn gefunden. Aber wie komme ich denn da hin? Das Ammonia kaufen und meinen Schuh finden. Zwei Aufträge und dann zum Polizeiauto hingehen und erstmal die Aufträge erlegen. Weil zumindest würde ich hier auch gerne eine Probesession, die wir hier machen. Wir müssen ein bisschen Fortschritt haben und nicht nur Gedödel. Wie schaut's denn bei euch aus? Habt ihr Disco Elysium schon weitergespielt, durchgespielt und so? Komme ich hier irgendwo raus? Da komme ich raus. Alles klar, wie wir meinen Schuh. Was ist der neue Eindruck gewesen? Es muss ja auf jeden Fall, also ich will jetzt nicht sagen, dass es noch anzieht später im Vergleich, aber es ist ja schon sehr interessant aufgebaut hier. Es muss aber in ganz interessante Richtungen dann auch gehen, mal wirklich was anderes, so eine Art Multikulti-Zukunftssetting. So, Schuss habe ich an. Alles klar. Und Test complete. Okay. Jetzt habe ich zwei identische Schuhe. Wie passen sie? Sehr gut. Balanciert. Nice. Okay, also haben wir es dann damit abgeschlossen. Und es geht dann meine Charakterwerte da auch unten. Aber es ist eine interessante Ausgangslage. Mal ein bisschen anders. Ja, als Cop in einer Multikulti-Zukunft. Wie gesagt, ich kriege so einen ziemlichen Shadowrun-Vibe hier gerade. Speziell in der Super Nintendo-Fassung. Mehr als jetzt, wenn es so das klassische PC-Fantasy-Setting wäre, also Richtung Baldur's Gate. Oder wenn es nochmal ein bisschen anders ist, dann von mir aus wie bei Planescape Torment. Ist ja auch nochmal ein bisschen was Spezielleres gewesen ist. Lässt du mich hier durch? Ist das keine Tür? Nee, muss vorne raus. Ja, vorne raus. Aber von dieser interessanten Ausgangslage hier mit dem internalisierten Konflikt, den ich hier habe, mit den Charakterwerten, die ich ausgesucht habe, dass ich auch mit mir selbst dann immer quasi im Austausch bin,
Wo meine Theorie jetzt stimmt, da ich keine Tüte gefunden habe. Also ich meine, es muss ja alles nochmal in gewisse andere Richtungen gehen. Und wenn ich mal wirklich in den Kampf hier kommen sollte, würde ich es gerne mal probieren, wenn es überhaupt vorhanden ist. Muss nicht sein. Dann ist aber mehr Point-and-Click-Adventure gemischt mit Rollenspiel Ansätzen und Ideen. Okay. Varial 70, Task updated. Am Pool of Ammonia. Das war doch das Geld, also das, was da angezeigt wurde, war viel real ich hatte. Und nicht irgendein Charakterwert, sondern es war einfach hinter dem Geld gelockt. Das ist übrigens dein Auto, mein Freund. Das ist dein Auto, oder? Motor Carriages, Cupris, Kinema. Open the door. Also. Pick up the radio. Timeline. Electrical Kittens. So, ich möchte mit der Dame hier sprechen. Im Precinct 57. Hello, Alice. Ich packe ihn hier hin. Hallo, ich bin vom 41. Freut mich. Ich bin Alice Demetri. Wie kann ich Ihnen helfen? Green Primer, Yellow Save Button catches your eye. Ich muss was melden. Also, ich werde durchgeschliffen zu Jules Pithieu. Also, 10-4, Station 31. Was ist dein Status? Ich gebe nur Bescheid. Mein Abzeichen ist weg. 10-9 over. Ich kann es irgendwo nicht finden. Message received. Das ist sehr wichtig. Ich brauche... Ich muss 10-22 den Captain weitergeben. Also ich kenne mich natürlich nicht aus mit der ganzen... Mit den ganzen Codes hier. Der ist... Oh, das ist der... Mein Schäpke. Er hat sein Abzeichen verloren und er gibt Bescheid. Was? Ich sage nichts. Wer hat's verloren? Uiuiui, die alle lachen mich aus. Dick fucking Mullen. Officer Dick. Eieiei. Dick Mullen ist nicht mein Name. Es ist der Name des fiktionalen Detektivs, der nicht sein Abzeichen verlieren würde. Okay, defend yourself immediately. Lustig, lustig. Oh, das ist ein ganzes Problem für die Station. Ja, wenn jemand das hier aufnimmt und dann sich ausgibt als Polizist, das könnte natürlich... Warte schon, oh Mann, liegt das. Können wir nicht mal weitermachen hier? Also, track down your badge. Ich muss es finden. Uiuiui, jetzt lachen sich ja, jetzt lachen mich alle aus hier. Supercop hat hier sein... Abzeichen verloren. Ich habe andere Sachen, die ich diskutieren muss. Ah, Captain Sober. Ja gut, ich bin aber auch ein Besowski, muss man sagen. Wenn er jetzt seine Pistole verlassen, verloren hat. Hast du deine Pistole auch verloren? Nein, es ist nicht hier. Ich überzeuge sie, dass ich... Ich hoffe mal, 72% sind hoch, aber... Muss natürlich nicht klappen. Failure! Fuck! Okay. Okay. Sag ihm, er soll seine Pistole beschreiben. Okay, Kim. Was hast du? Single Shot Kiel A9. Armistice. Das ist eine. Er hat seine Villiers nicht mehr. Oh oh. Er hat seine Waffe verloren. Okay, das ist noch viel schlimmer. Huch. Uiuiui. Hat er seinen Schwanz noch? Frag ihn, ich frag ihn. Ich hab ihn in seiner Mutter verloren letzte Nacht. Das sage ich nicht. Er sagt, es ist seine Mutter.
in den Anus. Ja, und der hat ja von meiner Mama die schönen Waffeln gegessen, ja, bei der Geburtstagsfeier vom Captain, und jetzt sagt er sowas. Das ist das Einzige, was er gegessen hat. Halt die Schnauze, Chester. Okay, es tut mir leid. Er soll seine Abteilung, seine Knarre finden. Mach ich. Oioioi. Further Assistance. Es ist vorbei. Ich will jetzt nicht auf den Knopf drücken, dass das Auto explodiert. Oh boy. Gehen wir nochmal zur Leiche. Eieiei. Ja, Dialog ist die Spezialität des Spiels. Ich sehe schon. So, oh. Kann ich... Inventory. Ammonia. This is a quest item. You don't have to equip to use it. Just having it in your inventory is enough. Okay. Gut. Active Decay. A pool of ammonia. Das ist trotzdem nicht geklappt. Das machst du noch schlimmer. Okay, und jetzt bin ich. Jetzt laufen Tränen in mein Gesicht runter. Ich will kein Kopf mehr sein. Also. Alkohol und alles. Warum kann ich meinen Alkohol nicht bei mir behalten? Ich bin doch Polizist. Ich habe schon Captains gesehen, die sich die Seele ausgekotzt haben. Jeden Montag ist Kadavertag. Kotzen, also ich Sachen anschauen, kotzen. Autopsie, kopsen, kopsen. Kopsen und kotzen. Mir geht's doch gut. Ich kann anscheinend nicht mehr riechen. Ah, ja. Eine kleine harmlose Lüge. Ich will kein Polizist mehr sein. Okay. Ich muss mich wieder zusammenreißen. Ich habe einen Gedanken bekommen. Wenn dieser Dialog vorbei ist, kann ich im Sword-Kabinett ihn ausrüsten. Ah, okay. Die kann ich also hier internalisieren. Das dauert dann 30 Minuten in Echtzeit. Your shit is apart. Achieve solid level of shit compression. Squeeze your butt cheeks together for 30 minutes. Talk to people, maybe this... Achso, warte mal. Nee, internalize. Das gibt mir wahrscheinlich dann Fähigkeiten, wenn ich diese Gedanken formiere. Hier können wir einen Save machen, ne? Weil das lässt er mich gar nicht. Ach, weil ich im Menü bin. So. Alrighty, kann ich da jetzt eigentlich was machen? Put skill points into endurance to open this white check. Also ich muss mich in Endurance nochmal aufleveln. Wo ist denn Endurance? Ich habe aber nicht genug zum Aufleveln, ne? Was waren denn noch? Ups, meine weiteren Aufträge. Level sollten wir vielleicht auch noch schaffen. Moral und Health. Oh, ich habe meine Health geheilt. Okay, nice.
So, was waren meine Aufträge? Track down your gun. Track down your badge. Pissing competition. Nachdem wir die Inspektion gemacht haben, mit ihm aussprechen. Victim's body. A quick and complete volumetric shit compressor thoughts. Und erst dann habe ich genug, ja, Energie, mich zusammenzureißen. Dann bleibt nur noch der Cafeteria Manager erstmal. Was mit, achso, ich wollte sagen, was ist mit dem hier gerade? Der hat nur Steine geholt. Ich dachte, dem geht's gerade schlecht. Der kleinen Pissnelke. Pissy, wie ich ihn auch nenne. Die Manager haben uns gar nicht unterhalten. Dann lass uns noch mit dem Manager reden. Dann haben wir, glaube ich, einen Aufstiegspunkt vernünftigen erreicht. Da haben wir uns ein paar verschiedene Sachen angeguckt. Keine Ahnung, ob da noch Kampf kommt. Ich würde sagen, wenn ich dann mal weiterspielen sollte, kann ich euch vielleicht in einem späteren Zeitpunkt mal ein bisschen was Ausführlicheres zum Spiel präsentieren. Also, Mr. Gardner. Achso, es gehört Ihnen, die reden miteinander auch. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation. So joining me from Precinct 41. Raphael Ambrosius Cousteau. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. Mm-hmm. Die Mutter von Sylvie. You said you just got here. From where? Are you a local? What? With Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are. But as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. Mm-hmm. I didn't imply that. Detective? Ja, ich soll meine Fragen stellen, also. Klar. Also, Mars Location before. Im Fuhlkilte. Warum ist Sylvie weg? Das ist nicht dein Business. Alles ist mein Business. Okay. Sie ist weg wegen der Leiche da hinten und weil ich nach ihrer Nummer gefragt habe. Deshalb ist sie weg. Mystery solved. Okay, Leben gründlich sein. Der Bartender. Cafeteria Manager. Was ist der Unterschied? Ich habe drei Cafeterias. Drei. Wer hat ihn umgebracht? Ich habe eine andere Frage. Okay. Oh. Nicht so schnell. 30 Real. 130 Real. Für was denn? Ich hab 2 Real 70. Unauffällig weggelaufen. Wirklich erwachsen. Wirklich erwachsen, mein Freund. Okay, bin ich aber jetzt aufgelevelt? Ja, ich bin. Endurance soll ich ja aufleveln. Physik Base plus 2. Learn Skill, Skill Points. Accept and Close. Oh, ich sollte mal anrufen, ne? Ach, vielleicht will ich das noch machen, Moment.
Vielleicht sollte ich das noch einmal. War ein Telefon, wahrscheinlich war ein Telefon da drin, ne? Jetzt wo wir, ja, ich gehe mal wieder rein. Es ergibt ja Sinn, dass da ein Telefon unten bei der Bar vielleicht ist. Irgendwo dort. Das ist doch ein Telefon, eindeutig. Ne, ein Wasserspender. Also Küche, bis 13 Uhr fürs Personal reserviert. Oben vielleicht. Den Schäppke will ich ihn nochmal fragen, weil ich schulde ihm Geld, wahrscheinlich für das Zimmer. Gott, oh Gott. Die Dame, die ich... nein, hier nicht, ne? Dann irgendwo draußen, weil hier habe ich ja auch kein Telefon oder so im Raum. Oder? Ich müsste eigentlich auch mal schauen, vielleicht wo meine Waffe ist. Guck mal nach meiner Waffe hier, mein Freund. Also, ach, noch nicht schlafen. Die wir hier kaputt gehauen haben. Empty Cassette Case. Alles. Yay. Not a trip on the tape. Also, muss aufpassen, dass da nichts kaputt geht. Das ist, wo die Magie passiert. Mit dem meinst du Verbrechen gegen die Menschheit. Das ist ein Ausdruck meines eigenen Ichs. Ich bin Individualist. Ja, er will auf jeden Fall raus. Also mehr. Meine Waffe ist nicht wirklich... Weil was ist das hier die... Was für eine Tür ist das? Die ist abgeschlossen, ne? Locked. Know the origin. Na gut. Das mit dem Lächeln. Jetzt den hier natürlich noch nicht rein. Telefon müsste ich dann nochmal finden. Oder kann ich das vielleicht über das Auto machen? Also im Endeffekt ist es ja fast wie ein Telefon. Hab ich ein... Nee, ein Telefon da selbst habe ich nicht. Ich habe weder meine Marke noch meine Waffe. Deshalb denke ich immer, ich kann hier durch. Die Sommertür ist geschlossen im Winter. Okay, Streiksachen sind hier. 16 Uhr. Pinball Machine. Die Dame will ich noch nicht ansprechen. Ladezeiten sind schon okay. Ich habe es ja auch, ihr habt gesehen, dass auf alles volle Pulle gestellt die Settings. Ja, zum Glück ist das Spiel nicht besonders anspruchsvoll. Was jetzt die Technik angeht, ist ein ganz eigenständiger Stil, ne? Aber sieht ganz nice aus. Nicht jetzt per se nicht schlecht. Ein Vogelbad? Nee. Das ist ein alter Brunnen. Doch recht weitläufig hier, ne? Was ist das? Water Control Panel. Oft Klang. Push it harder. Nichts passiert. Okay, also wir können noch nicht weiter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Mittwochmorgen. Wird es wieder verbessert, dass wir vielleicht in einen anderen Teil der Stadt könnten. Und es ist Montag oder so, ne? Ja, das glaubst du, die kann ich anziehen. Hilft mir zwar nicht besonders viel. Um Fingerabdrücke zu vermeiden.
Control the drawbridge. Hier durch den Abwasserkanal durch. Hot air from the sewer. Sneakers. I can see you have a taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Pack the sneakers. Verkauft ihr die? Was ist mit den Speakern? Arme kleine Speaker. Kann ich nur die Speaker nicht kaufen? Habe ich auch einige Speaker. Aber die sind der Protest für meine Sneaker. 50 Cent. Also muss ich die Sneaker vorher kaufen. Ja, ich kriege 50 Cent, wenn ich die Sneaker vorher kaufe. Macaronis, Humanitarian Aid. Ist hier ein Telefon drin? Mit einem Zivilisten verbinden. Das ist die Nummer. Das funktioniert tatsächlich. Wait patiently. Ah, hier ist sie. Ui. Die ist auch schnell geflohen hier. Hallo, ist die Polizei? Oh ja. Hello, officer, what can I do for you? Sie haben mir einen Job aufgegeben. Warum? Ich will das nicht mit Ihnen gerne besprechen. Okay, ich werde das nicht weiter verfolgen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Haben Sie die Polizei gerufen? Aber warum haben Sie nicht gerufen? Ja, genau, da war noch eine Leiche hinten. Ich? Natürlich, aber ich dachte, die Gewerkschaft wüsste bereits. Niemand ruft die Polizei an. Ja? Die Gewerkschaft würde sauer werden. Heieiei. Hier ist die Gewerkschaft. Eigentlich nicht, aber in Wirklichkeit schon. Hier probieren wir noch was anderes. Wissen Sie, wer den Anruf gemacht hat? Nicht viele Leute haben hier Telefone. Die Diebe, die Kupferdiebe nehmen die Leitungen. Ich verstehe. Also die Gewerkschaft hat ein Telefon, ne? Ah, und da können also nicht so viele Leute sein, die angerufen haben, wenn es nicht viele Telefone gibt. Der nächste Fall, haben Sie mein Abzeichen gesehen? Establishing Authority. Ah, nein, habe ich nicht. Wo ist meine Uniform? Moral kritisch. Oh oh. Meine Moral hat sich Schaden genommen. Oh, Alter, was geht hier? Game over? Okay, und... Okay, das ist jetzt hier wirklich... Mein Gemüt ist richtig weit unten angekommen. Ich verzweifle langsam. Das frisst mich alles auf, weil ich kein guter Polizist bin. I wish I was fucking dead. Fuck you. I'm quitting. Fuck you. Fuck me. Nein, ich meine dich. Nichts, was du sagen kannst. Habe ich ein Game Over geschafft? Ach du meine Güte. Cop gives up the detective genre for social realism. Holy shit. Okay. Ja, fuck, okay. Also einfach mal so rumprobieren oder so ist nicht. Sondern ich soll ja auch meine Werte im Auge behalten. Das ist quasi so der Kampf hier. Okay, aber dann haben wir tatsächlich einen guten Ausstiegspunkt gefunden.
Also sehr interessant, dieses Spiel. Nicht ganz meine Kragwahl, das wäre nichts, was ich typischerweise spielen würde, weil ich ja in die andere Richtung rollenspieltechnisch gehe. Und ich habe gerade auch sehr viel Rollenspiel hier entweder gezockt oder bin noch am Zocken mit The Outer Worlds, das habe ich durch, und mit Trails of Cold Steel 3, da bin ich noch dran. Das können wir vorstellen, nochmal mit reinzuflechten. Gebt gerne eure Eindrücke in die Comments damit ab. Und wie gesagt, wenn ich weitergespielt haben sollte, dann werde ich noch bestimmt ein bisschen was dazu machen. Bin sehr interessiert daran, was ihr denn so denkt und wie das bei euch angekommen ist von Leuten, die dann auch eher solche Spiele zocken. Ansonsten, ja, mehr Videos wie das hier auf rpgheaven.de, Podcasts, unter anderem auf plauschangriff.de, und wenn ihr es noch nicht macht, schaut übrigens auch rein, ne, unter patreon.com/rpgheaven oder steadyhaku.com/rpgheaven. Da ist gerade auch frisch exklusiver Sprite-Scene-Content dazu gekommen mit Shadow of Memories, dem Point-and-Click-Horror-Grusel Adventure mit Zeitreiselementen von Konami aus dem Jahr 2001. Gerade 4,5 Stunden schöner Extra-Content für euch dabei. Wenn ihr mich da supportet, würde es mich freuen, und dann habt ihr auch Zugriff auf solche Sachen ab einem bestimmten Level. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, und bis dann.